Klassik, Pop, Jazz. Den Hanke Brothers ist nichts fremd und die vier Brüder im Alter zwischen 16 und 26 bewegen sich spielend zwischen den musikalischen Welten. Tuba, Bratsche, Blockflöte und Klavier geht nicht zusammen. Und wie das passt. Jonathan Hanke, 18, Pianist und Komponist des Quartetts. Ich kann es selber gar nicht beschreiben. Ich sage nur, dass wir die Musik machen, die wir lieben und worauf wir Bock haben. Jazz, Klassik, wir verbinden das alles miteinander und lassen daraus was Neues entstehen. Und so spielend, wie die vier jungen Virtuosen mehrere Instrumente beherrschen, so leicht treten sie auch an das Publikum der Vesperkirche Stuttgart heran. Im Rahmen von Kultur in der Vesperkirche spielen sie ein Gratiskonzert für Menschen am Rande der Gesellschaft, die sich eine normale Konzertkarte nie leisten könnten. Und das ist ganz selbstverständlich für die vier Brüder, erzählt David, der Älteste. Wir sind kirchlich aufgewachsen. Unser Vater ist der Landeskirchenmusikdirektor von Württemberg. Die Vesperkirche, die kennen wir an sich schon sehr lange, aber hier explizit waren wir noch nie. Und als wir die Anfrage bekommen haben, haben wir uns sehr gefreut, dass wir auch hier Musik machen dürfen. Ihr Credo zum Gratiskonzert: Kultur sollte für alle Menschen da sein, genauso wie Nahrung. Und dann rückt der Auftritt der fantastischen Vier der Klassik, wie sich die vier Brüder mit einem Augenzwinkern selbst nennen, immer näher. Jonathan freut sich schon auf ein ganz besonderes Stück. Auf einen unserer Kontinente Europa von Alexei Gutesmann, der Seven Continents für uns komponiert hat, weil in diesem Stück gerade für Klassikliebhaber aus jedem Land etwas dabei ist.